sind keine Menschen im Zirkus. Nee, nee. Das ist ganz normal. Bei uns im Zirkus in der Stadt geht auch gern mal so ein Puff, so ein Wagen in die Luft. So, jetzt nehmen wir hier Anlauf und go! I believe I can fly. Mein Bruder, der konnte ja früher, also mein jüngster Bruder konnte früher noch nicht Englisch, ist ja auch ganz klar, der ist jetzt 12, 11? Ne, er wird 12 Jahre alt. Er ist 11. Der hat früher immer gesagt, statt I believe I can fly, er hat immer gesagt, I believe fucking fly. Und ich hab mir da immer so einen abgelacht. Also es das erste Mal gesagt hat, als irgendein Besuch da war, waren alle total empört. Und da habe ich gesagt, ja, er meint, I believe I can fly, nicht das andere. Wir haben uns alle so einen Schaden gelacht. Na, mein kleiner Bruder ist immer für einen Spaß zu haben. Er wollte auch mal einen YouTube-Kanal erstellen. Er hat auch einen Kanal, aber irgendwie ist er zu faul oder hat keine Lust, irgendwas hochzuladen. Klein Mr. Swiss Zocker, ja. Er hat gesagt, er will auch mal was hochladen. Mal schauen, wenn ich ihn. Vielleicht supporte ich ihn auch mal. Wer weiß. So, wir haben die Sprünge absolviert. Jetzt können wir ganz normal hier rumfahren, noch zwei Runden. Nitro nachgefüllt, weil ich es so viel brauche. Fahren wir hier mal ganz normal drüber. So. Nein. Ui. Was? Das hat nicht gereicht zum Springen? Verarschen? Egal. So klein, aber so große Sprünge. Das macht dir keiner so schnell nach. Du hast den Job. Gleich morgen fängst du mit dem Training für die neue Motor- und Stuntshow an. Wird da auch Pyrotechnik eingesetzt? Da kannst du schwer von ausgehen. Ja, super. Wir sollten ein paar Sachen fragen und haben jetzt einen neuen Job. Mach nach. Wie heißt die Mission? So, Entschuldigung, musste mich gerade muten, weil irgend so ein Spacko angerufen hat. Also, der Fall ist um alles oder nichts. Ah, das ist wahrscheinlich irgend so ein Renndings, ne? Nehmen wir das mal den. Ich schau mal zur Rennstrecke. Ach, fuck. Ja, Hartmut, Semi hier. Ach, Semi, dachte ich mir schon. Hör mal, wie sieht's aus? Hast du den Wagen schon verkabelt? Klar, ist verkabelt, dass man in passender Reichweite die Ohren spitzen kann. Und ich habe ein nettes kleines Versteck mit einem Peilsender bestückt. Wow, Hartmut, hast dich mal wieder selbst übertroffen. Mach ich doch gern. Ich hab gleich Feierabend, aber der Wagen steht bereit. Könnt ihn jederzeit holen. Hartmut, ja. Wir holen den Wagen jetzt ab. Was heißt eigentlich Feierabend? Ich feiere ein paar Überstunden ab und bastle an euren Wagen für das Clubturnier. Pack da bitte ordentlich PS unter die Haube. Ihr werdet staunen. Ich mache euch echte Rennwagen draus. Ja, der Hartmut, der hat Freude am Tune. Hat man ja auch in der Serie gesehen. Also der hat... der ist ja immer so ein Unscheiniger, ne? Aber der hat faustig hinter den Ohren. Der hat in irgendeiner Folge hat so ein übelst aufgemotzten Supra. Oder dann hat er so ein... Dingensmobil... So ein Fahrzeug wie aus Zurück in die Zukunft. Wirklich cool. Dann fahren wir mal mit unserem PS-Bolin. Wenn wir Handlungsfreiheit bekommen vom Spiel. Jetzt. So, dann versuchen wir dran zu bleiben, Ben.
Ah, schon ist er weg. Hey, Semir, weißt du, wohin du willst? Ja, wieso? Ich frag nur. Ich hätte einen anderen Weg genommen. Tja, darum fährst auch du nicht voran. Nein, nein, nein. Super. Der Wagen ist verkabelt, jetzt ist die Karre im Arsch. Jetzt darf Hartmut das nicht noch sogar nochmal neu verkabeln, jetzt darf er es auch noch reparieren. Ne, aber ich finde Hartmut echt einen coolen Typen. Auch in der Serie ist er ganz lustig. Er ist so halt so ein. Das ist ein. Keine Ahnung, man verwechselt ihn gerne mal mit so einem Tollpatsch. Oder so einem, halt so einem Nerd. Aber er ist eigentlich ganz korrekter Junge. Nein, ist ganz ein netter Typ. Oh, sorry, Bro, ich wollte nur mal kurz die Höchstgeschwindigkeit austesten. Also 360 geht. Man sollte aber danach nicht in einen VW Golf reinknallen. Moin. Ich habe dein Auto ein bisschen demoliert. Aber ist jetzt mein Auto, ne? Hey, Neuer. Wie war dein Name? Seebahn? Seemann. W40, mein Wagen. Bisschen schwerfällig. Die Leistung ist ordentlich, aber der Wagen hat ziemlich viel Gepäck. Du kannst damit nicht umgehen. Och, hast du Liebeskummer? Ich beweise dir, dass du mit dem Schlitten nicht umgehen kannst, weil ich vor dir im Ziel sein werde. Hört, hört. Du willst eine Revanche? Komme ich vor dir ins Ziel, kriege ich den Wagen zurück. Abgemacht. Okay, dann schmeißen wir mal das Fernlicht an und lassen die Jungs direkt mal stehen. Wow. Fuck! Zieh. Haben uns die Karre demoliert. Fuck! Jetzt geht's zur Aufholjagd. Das Street Racing finde ich ja auch ganz cool. Mach Platz! LKW, das passt. Oh, wir haben ein paar Leute überholt. Aber die anderen zwei sind weit weg. Wo sind denn die? Also 315 schafft er ohne Nitro, ohne irgendwelche Hilfe. Und voll in die Eisen. Da ist Ben. Und da ist eine rote Flunder. Ich denke, das ist der Typ, dem wir das Auto abgeluchst haben. So, mach mal Platz, Jungs. Ich muss mal durch, ne? So. Nein. Ich bitte dich, heb nicht ab! Ich sagte nicht abheben! Sorry, Bro. War meine Schuld. Oh, da kommt er angeschossen. Alter, sag mal. Hast du Hummeln im Hintern? Oh, da geht's ab! Aua! Junge, hast du Hummel im Hintern? Windschatten gibt's bei dem Spiel ja nicht. Ist dumm. So, und tschüssi. Hat ihn das Gas verlassen? Wohoho! Junge! Bist du irgendwie behindert im Kopf? Alter, irgendwie dumm oder so?
zieht er eiskalt rüber, wenn ich mit 300 Sachen angeschossen komme. Amigo, ich muss mal ganz kurz vorbei, ne? Wird dich nicht stören. Fuck it. Komm, zieh an, Schnucki. Ups, jetzt habe ich mal kurz auf mein Handy geguckt. Ja, man sollte nicht Auto fahren und SMS schreiben gleichzeitig. Ihr müsst hier nicht so ABS-mäßig bremsen, ihr müsst einmal kurz kräftig reinlatschen und gut ist, haben wir schön vorbeigebremst. Aber das ist schwule Bremsen, also immer schön bremsen, Bremse antippen, bringt nichts. Einfach mal Fullspeed reinhalten und einfach mal voll in die Eisen. Wow, wow, sorry. Alter! Hast du irgendwie Rückspiegel oder so? So, jetzt zieh an. Ja, den Berg hoch beschleunigt es sich nicht so geil, aber jetzt geht's. Jetzt geht er. Los, Feuer frei! dreihundertzehn, dreihundertdreizehn und bremsen. Oh, das war eng. Upa. Geschafft, erster. Haben zwar ein bisschen Schaden einstecken müssen, aber YOLO. Wir haben ein neues Auto freigeschaltet. Ah, den kriegen wir hier nicht. Scheiße. B32. Wir nehmen mal den Ben B32 wieder mal. Ich habe hier jemanden in der Leitung, der behauptet, er wüsste was über die Anschläge von gestern. Ja, und? Was hat er gesagt? Er will nur mit euch persönlich reden. Mit uns? Er verlangt jedenfalls, dass ihr euch alleine mit ihm trefft. Keine Überwachung. Lasst ihr euch darauf ein? Du weißt doch, wie neugierig wir sind. Okay, ich gebe ihm eure Handynummer. Seid vorsichtig, ja? Oh, die liebe Susanne ist besorgt. Er hat uns eine SMS mit dem Treffpunkt geschickt. Beeilen wir uns. Gut, dann mal los, ne? Ohne Blaulicht, damit niemand weiß, dass wir Bullen sind. Ja, was gibt's so Neues? Ich hab ein bisschen die Themen ausgegangen. Nächste Projekte. Keine Ahnung. Ich denke, das nächste Projekt wird Alarm für Cobra 11, das Syndikat. Vielleicht mache ich noch ein anderes zwischendurch. Weil ich denke so. Ja. Neue SMS. Weiter. Drei Cobra 11 Spiele direkt hintereinander. Irgendwann hat man es dann auch gesehen, ne? Ich denke, ich mache es immer so, dass ich halt ein Cobra 11 spiele, Let's Play, mache was anderes dazwischen, dann wieder Cobra 11, nochmal anders dazwischen und dann nochmal Cobra 11. Ich hätte so gedacht, dass ich GTA 4 Let's Play, die Story, oder TDU 2, das habe ich ja schon mal angefangen. Auf einem alten Kanal, da hat sich auch mal jemand gewünscht, dass ich das nochmal anfange. Kann ich auch machen. Ich glaube, der wartet woanders. Fuhu. Aber ich denke, dazu mache ich noch ein Video. Das lasse ich euch dann entscheiden. Ob ihr erst GTA 4 oder TDU 2 sehen wollt.
Weil ja, es sind zwei richtig coole Spiele, es sind zwar ein bisschen älter, aber wirklich cool. Cool gemacht. Wobei, wenn ich erst CDU spiele, könnte ich dann vielleicht irgendwann da mal GTA 5 spielen, ne? Stimmt, eigentlich könnte ich zuerst CDU 2 spielen. Mal gucken, was ihr so möchtet. Lass ich wirklich in euch entscheiden. Der Treffpunkt hat sich geändert. Der jagt uns hier irgendwie durch die ganze Map, ne? Ich glaube, der wartet woanders. Ich glaube auch. Ihr könnt mir sonst auch gerne mal hier in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt als nächstes Projekt. Kann ich die Projekte dann auch einbeziehen? Also es kann auch was anderes sein, außer GTA 4 oder DDU 2. Wenn ihr sagt, ja, spiel doch mal das. Ich bin offen für Vorschläge, es muss einfach ein PC-Spiel sein, weil ich habe noch keine PS3 oder PS4. Neue SMS, weiter. Also eine PS3 hole ich mir ziemlich sicher. Keine PS4, weil ich will GTA 5 mit einem Kumpel spielen, mit dem lieben Crazer, und der hat jetzt eine PS3 bekommen. Aber ist immer so eine Sache mit Aufnehmen von einer, von der PS3 oder generell von Konsolen, ne? Das Beste wäre ja mit einer Ava Media Karte, aber das Ding müsste ich halt in meinem PC einbauen, und wenn ich den aufmache, ist die Garantie im Arsch. Und das Ding ist neu. Also ich denke, ich werde nur PC-Spieler Let's Playen. Also wenn ihr mir einen Vorschlag macht, was ich Let's Playen soll, schaut bitte drauf, dass es eine PC-Version gibt von dem Spiel. Der Treffpunkt hat sich geändert. Fuck. Ich habe keine irgendwie Einschränkungen, was das Spiel haben muss, oder ja, es muss halt einfach unter Windows 8.1 laufen, und ja, ob es ein Free-to-Play-Game ist oder ein anderes, das meine ich wurscht. Es müsste aber ein Spiel mit Story sein, also nicht wieder noch mal so ein Never-Ending-Projekt, sondern einfach ein Projekt, was ein Anfang und ein Ende hat mit Story. Ja. Wäre ganz toll. Das war ein schöner Drift. Oh, da ist jemand. Ja, moin! Ich glaube, das ist er. Los, lass ihn einsteigen. Fast reingefahren. Na, Sie machen es aber spannend. Was gibt's? Sie müssen mir helfen. Novakov ist hinter mir her. Novakov? Wer ist das? Kann ich Ihnen sagen. Aber erstmal müssen Sie mich an einen sicheren Ort bringen. Schnell. Alles klar. Bei uns ist jetzt irgendwie gerade die Sirene angegangen, wenn irgendwas... Da sind sie! Die wollen mich töten! Mamma mia. Achtung! Schüttelt sie ab! Wieso soll ich zu denen zurückfahren? Die Sirene, die halt losgeht, wenn zum Beispiel irgend so ein Krieg ausbricht oder irgendwas
passiert ist, ist gerade bei uns angegangen. Wahrscheinlich, ich hoffe, es ist ein Probealarm. Gehe ich mal stark von aus. Puh, ich glaube, die haben aufgegeben. Fahren wir zum Revier. Da sind wir ungestört. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Jetzt ist aus. Gut. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Ansonsten bedankt euch bei der Gemeinde. Jetzt müsstet ihr noch wissen, welche Gemeinde, wa? Sag ich nicht.